Guten Tag, liebe Freunde luftgekühlter Automobilherstellung oder wie man das so nennen möchte. Hier mal wieder was Seltenes, was Besonderes, unabhängig von den allgemeinen Fahrzeugen, die wir so vermitteln, die auch alle sehr viel Spaß machen. Ein 1984er Porsche 911 Werksturboluft, Option M491 im Originalzustand. Der Werksturboluft könnte beschrieben werden als ein Turbo ohne Turbomotor. Das heißt, viele Kunden wollten gerne die Optik haben vom Turbo, aber nicht die Probleme des Turbos. Hinzu kommt, für amerikanische Kunden war das die einzige Alternative, weil der 39er aus Emissionsgründen erst wieder 86 angeboten wurde. Hier haben wir einen 84er, das ist das erste Produktionsjahr des Werks Turbolux für den 3,2 Carrera. Produziert wurde der dann noch bis rein in den 964er bis zum White Body von 964, auch ein seltenes Fahrzeug. Das Fahrzeug kommt in der klassischen Farbe Indisch-Rot oder Guards Red für Amerikaner. Ein Coupé, die meisten ersten waren Coupés. Es gab zwar ein paar Cabrios, die hatten das dann aber nicht aus der VIN-Nummer erkennbar. Was unterscheidet das Fahrzeug? Wie man sieht, die Optik. Der breitere Body, der Heckflügel, der Frontspoiler, die Fuchsfelgen. Das Fahrzeug hat Turbobremsen und ist, wie gesagt, sehr selten. Der Heckspoiler ist gigantisch groß und hier kann man das so sehen. Der ist vom Porsche, der ist nicht nachträglich eingebaut worden. Das Fahrzeug, hier kurzer Blick auf den Markt des Vertrauens, wurde unabhängig vorinspiziert, erfolgreich im Staate Texas, wenn ich mich recht entsinne. Hier ein kurzer Blick auf das Herz des Ganzen, Motor, 3,2 Liter, ein Sticker, schöner Sound, das tönt sehr angenehm. Hier sieht man auch noch mal, wie breit der Wagen ist. Noch mal kurz ein Bild von den schwarzen Kupferfelgen. Das Fahrzeug ist innen lederschwarz. Wir haben noch das Lenkrad separat in einer Box. Innen sehen wir dann die Laufleistung. 77.000 Meilen. Also so rund, ich glaube, 116.000 Kilometer. Das ist überschaubar. Fahrzeug ist natürlich ein Oldtimer und wird mit 7% Einfuhrumsatzsteuer eingeführt in Bremerhaven. Fahrzeug kommt, wie man sehen konnte, mit einer Porsche Certificate of Authenticity. Und hier werden auch nochmal alle Optionen angezeigt, mit denen das Fahrzeug damals kam. Turbolook ist eine davon. Hier auch nochmal das Blaupunkt Monterey mit Kassettendeck. Schöne Geschichte. Schauen wir noch kurz nach vorne in den Kofferraum. Der Lack ist sehr gut anzuschauen. Vorne auch der Frontspoiler mit dem Porsche-Emblem. Scheinwerfer. Spiegel und Wagenfarbe, Schiebedach, Limited Slip Differential. Der Option Sticker ist da, ein Car Cover, wie wir gerade sehen. Und auch hier Ersatzradwerkzeug. Alles ist da. Ein sehr schönes, originalgetreues, seltenes Fahrzeug. Ein Oldtimer obendrauf, natürlich auch attraktiv im Unterhalt für den deutschen Käufer. Im Düsseldorfer Raum, der sich schon sehr auf sein Fahrzeug freut und ungeduldig erwartet. Fahrzeug wird auch gleich heute verschifft, wurde vorgezogen. Da wir uns hier schon bei unserem deutschen Verschiffungspartner befinden, wir, das Team von Schoner Autobrokers, wünschen Ihnen, lieber Kunde, allzeit gute Fahrt und viel Vergnügen mit Ihrem Werks Turbolook. Wir bewegen das Fahrzeug nun zur Verladerampe
Dort wird es fachgerecht in 40 Fuß Container verpackt, geht zum Hafen Miami. Von Miami geht es dann nach Bremerhaven und zum Bremerhaven zur Homologation. Vielen Dank und auf Wiederhören.